Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Wenn ich die Model 3 Fahrer der neuen Generation um etwas beneide, dann ist es die Automatisierung der Heckklappe oder des Kofferraums. Und beim Frunk, das hat mich wirklich schon von Anfang an eigentlich gestört, dass man den wirklich mit den Händen zudrücken muss. Da kann man kleine Beulen verursachen oder wenn man zum Beispiel einen Ring anhat, vielleicht auch mal was verkratzen. Deswegen finde ich so eine Frunk-Automatik eigentlich eine wirklich praktische Sache. Darum geht es in diesem Video. Es stehen zwei Fragen im Vordergrund, nämlich erstens, lohnt es sich, eine etwas kostspieligere Variante von so einer Frunk-Automatik zu kaufen oder kann man auch einfach das billige China-Modell nehmen? Und die zweite entscheidende Frage, kann ein studierter Musiker sowas selber einbauen? Und ihr seht hier oben auch Werbung eingeblendet, denn dieses Video ist entstanden aus einer Kooperation mit Emtec, die eben diese Frunk-Automatik und Kofferraum-Automatik herstellen und vertreiben. Damit ich das nicht ganz alleine machen muss, fahre ich nach Bad Dürrheim zum Bodyshop Stegmann und treffe dort mal wie so oft den Dennis, der mir ein bisschen helfen wird. Und ich vermute auch, dass ich ihn einiges machen lassen werde. Ich würde sagen, das hast du nicht zum ersten Mal gemacht. Zum zweiten Mal. Hi, Tobias. Schön, dich zu sehen wieder. Ja, du hast gehört, das Projekt, die Sachen sind ja schon zu dir gekommen. Genau. Ich habe sie schon ausgepackt, eine Frunk-Automation und eine Kofferraum-Automation. Soll ich das jetzt selber machen oder was würdest du mir empfehlen? Wir machen das einfach so, du übernimmst vorne, ich übernehme hinten und wenn ich Fragen habe, frage ich dich einfach. Also du meinst, du bist confident, dass ich als Dirigent, als Studierter sozusagen sowas hinkriege, oder? Ich denke, es müsste möglich sein, auf jeden Fall. Ja. Und sonst kann ich dich ja fragen. Schauen wir uns das mal kurz an, oder? Du hast ja schon mal parat gelegt. Quasi die Bauteile, wo der Tobias heute in sein Model 3 einbauen wird. Echt? Ja. Oh, das sind meine alle. Das ist nicht so viel. Also das ist das Wichtigste, dass das Auto nachher auch wieder zusammenhält. Das ist so das, warum das Gerät das teuer macht. Mhm. Das ist Emtec. Eigentlich so das Beste, was man einbauen kann für ein Zubehör. Wir haben hier ein komplett wasserdichtes Gehäuse. Mhm. Wir haben hier auch die Option, Updates zu fahren. Okay. Was eigentlich den großen Unterschied macht. Wir kennen Tesla mit Software-Updates, freuen wir uns alle drüber. Mhm. Kann aber sein, dass sich dann Signale ändern und dann bekommt man ein nachträgliches Update wieder von dem Lieferant, von Emtec. Ja. Hier haben wir einen SD-Karten-Slot, einen kleinen. Ja, okay. Ihr seht den da oben. Ah ja, also das sieht so unscheinbar aus, aber das ist eigentlich das Herzstück von dem ganzen Ding, oder? Genau. Da steckt so richtig die Ingenieurskunst drin, die Überlegungen und auch die Weiterentwicklung. Hier haben wir unseren Lautsprecher. Hier unsere Dämpfereinheiten. Habe ich erkannt. Quasi unsere Motoren, die die Haube öffnen und schließen. Mhm. Müssen wir ein bisschen was umbauen. Darum haben wir hier neue Aufnahmen für unsere Haube. Ja. Und dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen, böse gesagt, Kabelsalat. Unser Steuergerät braucht natürlich Signale, damit es arbeiten kann. Motoren sind hier da drin. Genau. Und das ist der Motor fürs Schloss. Genau. Weil dann da fahren die Motoren die Klappe runter. Ja. Bis kurz vorm Schloss und dann kommt das und macht. Genau. Und dann ist das natürlich noch der Range Extender. Das muss ich auch noch einbauen, ne? Genau. So, kommen wir noch zu der entscheidenden Frage. Ist ein Dirigent in der Lage, eine Frunk-Automatik einzubauen? Der Dennis ist jetzt zwar weg, aber er hat mir Werkzeug hier gelassen. Er hat mir ein Tablet hier gelassen mit der Anleitung, die es online zu sehen gibt. Also, man soll erst die Verkleidungen entfernen. Das mache ich jetzt mal. Aha, okay. Nach dem Widerhakenprinzip. Ich glaube, da muss ich irgendwie was reindrücken, damit ich den rauskriege. Wie hast du es gemacht? Wie hast du es gemacht? Wo muss ich denn drücken? Gar nicht. Du musst, also der Trick ist, du nimmst schon am ganzen Kabel. Ach komm. Also ich sage euch eins, wenn ich das kann, kann es jeder. Ob ich die 7 richtigen Löcher hinterher wieder finde? Aber ich habe eine Anleitung, ich habe ja den Dennis. Ne? Ich habe mein Auto demontiert. Ach, du bist schneller. Hey, was machst du denn mit meinem Auto? Ich habe gedacht, ich habe eine Stoßstange. Gottes Willen. Dankeschön. Hubarme austauschen. Entfernen Sie die Hubarme, indem Sie mit dem Schlitzschraubendreher. Ja, danke. Danke sehr. Ich habe das ja schon mal gemacht, aber. So. Und unten?
So. So, jetzt musst du heben, Oskar, glaube ich, beim zweiten. So, die neue Halterung ist fertig. Darf ich einmal bitte zumachen? Jawohl. Und wieder Hauch machen, bitte. Schön, ja? Ist schon richtig, dass das Kabel unten ist, oder? Das Kabel ist unten. Ich habe jetzt nur nicht verstanden, wofür die Adapterplatte da ist. Weil sonst nachher deine Funktion eingeschränkt ist. Aber soll ich es denn jetzt erst reinmachen? Weil er hat geschrieben, ich kann es jetzt oben befestigen. Okay, aber mach zuerst die Adapterplatte rein, weil sonst musst du nochmal ausklipsen nachher. Und okay. Das macht bei den Hubarmen nicht so Spaß, weil du nicht so gut hinkommst. Okay. Nutzen Sie eine 13 mm Nuss. Nutzen Sie für das Lösen der Mutter Dennis. Okay. 16 reicht, gell? 17, ja. Schließeinheit modifizieren. Lösen Sie die Schraube auf der in Fahrtrichtung rechten Seite des Schlosses. Entfernen Sie die Zugfeder vorsichtig mit einer Zange. Spannen Sie die Feder erst nach Anbringung der Einhakvorrichtung ein. Achtung, Falle. Wenn er jetzt die Haube zumacht, ja, dann ist sie für immer zu. Dann ist sie zu. Okay. Die macht nicht mehr auf. Dann könnt ihr, ich weiß nicht, entweder geht er dann zum Bodyshop, zu uns, und dann müssen wir von unten alles abbauen, den Kühler lösen, alles losmachen. Ohne Witz. Ja, weil unser Schließkeil fährt jetzt hier zu. Mhm. Ja, mhm. Und da ist unsere Haube geschlossen. Mhm. Jetzt öffnet unser Motor hier. Mhm. Unser Schloss zieht zurück, aber was passiert mit unserem Schloss? Ja, geht nicht, weil keine Feder. Weil keine Spannung. Das heißt, ich muss aber erst dieses Dings da einbauen. Genau. Dennis! Der Haken geht so rein. Ach, da rein, ja. Da rein. Und dann kommst du jetzt nachher auf die Schraube hier, wo du da kommst. Aha, und das? Darum habe ich dir ein Messer hingelegt, das steht in der Anleitung, glaube ich, nicht so, aber ich schneide hier gerne immer ein bisschen mit dem Messer einfach ein. Zuvor. Weil dann läuft es nachher schön und liftet besser wieder ab. So. Das sieht schön aus, jawohl. Was willst du mir erzählen? Check ich nicht. Perfekt. Ja, darum Wahnsinn. Machen wir den Stecker vorne dran, weil sonst sich selber macht's. Ja, kriegst du nicht mehr rein. Wo ist denn die Abschleppklappe? Okay, habe ich noch nie gesehen. Und wie macht man die auf? Aber es verbiegt sich doch schon das ganze Ding. Okay. Das mache ich einfach zusammen und schneide dann das Ende ab, oder? Genau. Anbringung der Steuereinheit. Modulieren Sie über G-Dur nach D-Dur mit Hilfe des künstlichen Leittons und vermeiden Sie dabei die Tritonussubstitution. Kabelbaum-Schließeinheit. Okay. Also das hat funktioniert. Das erste Mal drücken wir sie ganz vorsichtig zu. Und dann kannst du von innen mal aufdrücken. Mhm. Aber sie ist jetzt nicht so weit aufgegangen, wie ich hätte, gerne hätte, ne? Aber das funktioniert ja schon gut, oder? Ja. Okay. Über diesen Knopf kannst du die Schnelligkeit programmieren und auch die Höhe quasi. Vielleicht hat der ein oder andere ja doch eine Garage, die hilfreich ist, oder einen Unterfahrplatz oder was auch immer. Und dann kann man es so programmieren, dass es halt auf der Höhe stehen bleibt. Ja. Aber das heißt, eigentlich funktioniert es jetzt. Jetzt muss man eigentlich die Kabel wieder sauber versorgen. Man kann sich ganz grob merken, wir nehmen die Kabel und führen sie einfach am besten entsprechend den originalen bestehenden Kabeln entlang. Mhm. Weil dann bin ich nirgendwo, wo was im Weg ist, und habe das nachher, wenn einer aufmacht, das auch sauber angepasst. Wie durch Zauberhand. Vielen Dank, Zauberhand. Ist jetzt hier alles schön verräumt. Wunderbar hier alles. Mit Kabelbindern.
versorgt und ich darf jetzt wieder zumachen. Mir wäre zuzutrauen, dass ich es falsch rum reinbaue, aber... Falls du mal überhaupt ein Update benötigst, ist diese LED nachher wichtig wegen Blinksignalen, weil das Update abgeschlossen ist. Aber dazu gibt es dann später, wenn man das benötigt, eine Anleitung. Was wir jetzt gemacht haben hier, das ist der einzigste Knopf an dem System. Mhm. Wir haben schon mal kalibriert, quasi den Motor. Wir wollen vielleicht die Geschwindigkeit einstellen, weil nicht jeder mag es ein bisschen anders draufdrücken und gedrückt halten. Hören wir einen Piepton, das ist jetzt die Höhe einstellen. Jetzt haben wir quasi die Geschwindigkeit auf Stufe, wir haben gehört, er hat dreimal gepiepst, viermal gepiepst, fünfmal gepiepst. Jetzt haben wir mal auf Stufe 3 die Geschwindigkeit eingestellt. Mit fünfmal piepsen ist Stufe 3. Ah, jetzt geht es relativ schnell. Was ja nichts schade eigentlich, oder? So, und jetzt seht ihr, was passiert? Ja, er geht nicht zu. Genau. Warum? Ja, wir haben jetzt den Frunk eingebaut, den Gummi. Mhm. Darum sagen wir müssen das jetzt kalibrieren, das System, wenn alles zusammengebaut ist. Ah. Und dann können wir jetzt anfangen einzustellen, bis das System dann sauber schließt. Okay. Ja? Wir sehen hier, unser Schloss kommt da, oder unser Keil von der Haube kommt nachher rein und fährt hier schön sauber rein. Also wir können ruhig mit dem Schloss so hingehen, dass es sogar eine leichte Vorspannung durch unseren Motor hat, dass es vielleicht nachher so steht. Dann müssten wir eigentlich das Problem behoben haben. Machen wir mal kurz den Zwischenstand. Ja. So. Ja. Faszinierend. Ja. Und hier haben wir ja jetzt dank deiner schönen Arbeit verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist aber funktioniert nur mit Stahlschuhen. So. Wir können auch hier die Geschwindigkeit einstellen. So. Okay. Wie viel hätte er denn? 6, glaube ich. Okay. Ja, so muss schon sein. So, oder? Also ich habe es ja auch schneller eingestellt bei meinem. Einfach, dass es muss ein bisschen vorwärts gehen. Ja. Also ich meine, im Einbau hat es jetzt gut funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich mir jetzt was bei Alibaba bestelle, für 350 Euro oder 400 Euro, dann kriege ich das wahrscheinlich auch eingebaut. Genau. Das funktioniert wahrscheinlich auch. Jawohl. Und kostet die Hälfte oder noch weniger. Genau. Aber es gibt ja auch Gründe, deswegen habe ich die Kooperation auch gemacht. Genau. Ich meine, zum einen geht es natürlich darum, wer hat es erfunden? Ne? Ich glaube, es gibt Argument Nummer eins. Es gibt Patente auf Geräte, die teilweise verletzt werden. Soweit ich weiß, sind die Programme, die darauf geschrieben sind, patentiert, wie also die Systematik funktioniert. Mhm. Okay. Sowie auch bestimmte, sagen wir, Komponenten von dem ganzen System, die einfach auch kopiert werden und als günstig verkauft. Ja. Sogar, soweit ich mitbekommen habe, auch mit dem Aufdruck von MTech nachher drauf. Okay. Selbst dieser Aufdruck wird inzwischen gefälscht, um es günstiger zu verkaufen. Mhm. Also wenn man ein MTech-Set unter dem Preis bekommt, wie ein MTech auf seiner Webseite hat, kann irgendwas nicht stimmen. Also. Und sonst haben wir natürlich Geschichten, die vielleicht nicht ganz so sicher sind. Mhm. Das heißt, MTech achtet sehr darauf, dass Sicherheitsprotokolle nicht verletzt werden. Mhm. Jetzt bei dem Fahrzeug zum Beispiel haben wir jetzt extra einen an den CAN-Bus, diesen Trunklift angeschlossen, dass dein Fahrzeug, wenn du in N oder D bist, die Heckklappe nicht öffnet. Okay. Ist ja doof, wenn vielleicht ein Systemfehler vorliegt, dass dann die Heckklappe während der Fahrt aufgeht, die ganzen Dokumente, Kameras, was auch immer. Sind so Sachen passiert schon bei anderen? Ja, sind schon passiert, dass einfach Heckklappen geöffnet haben beim über den Boden fahren, hat ein Fußsensor irgendwie reagiert von dem anderen System und hat einen Defekt gehabt. Und diese Systeme sind öfter, haben mehrere Sicherheitsprotokolle, dass das nicht passieren kann. So wie auch bei dir vorne. Der Frunklift war ja mal böse in Verruf gekommen, weil es passiert ist, dass es regnet, die Steuereinheiten anderer Anbieter nicht wasserdicht waren, dann da ein Kurzschluss entstanden ist und der Frunk während der Fahrt öffnet. Also mal ganz blöd gesagt, hast du schon mal was nicht MTech ist, eingebaut? Ja. Bei unserem Golden Circle, sagen wir so, da gab es MTech noch nicht in dieser
Reichweite, beziehungsweise war es nicht bekannt auf dem deutschen Markt, was da ist. Da gab es einen chinesischen Anbieter. Einmal haben wir gar keine zwei Steuergeräte, bei MTEC haben wir jetzt hinten zwei Steuergeräte eingebaut. Auch von der Verkabelung war es ein bisschen fragwürdig. Das System hat allerdings auch geöffnet, wenn ich D drin hatte und 1 km/h oder 2 km/h gefahren bin, dann hat das System auch geöffnet. Macht es jetzt nicht mehr, weil ich jetzt MTEC verbaut habe und das quasi hinten auch am CAN-Bus angeschlossen ist. Also eine Patentgeschichte, also eine moralische Frage, eine Sicherheitsfrage. Genau. Und ich habe einen deutschsprachigen Support. Ich kann da hinschreiben, bekomme sofort eine Antwort. Wenn sich was ändert oder ich eine Gewährleistungssache habe, habe ich einfach einen deutschen Support, der sagt, alles klar, ich schicke euch die Bauteile, wir übernehmen das. Und bisher sind unsere Erfahrungen als MTEC-Partner, die wir diese, sagen wir so, Einbauten vornehmen, so dass einfach wirklich der Kontakt sehr, sehr gut ist. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an MTEC, dass ihr mich unterstützt habt und für diese Kooperation. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Dennis und sein Team. Also ich muss mal sagen, zusammenfassend, kann man den Frank vorne selber einbauen? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall als Musiker, wenn man den Dennis daneben stehen hat, den man immer mal wieder fragen kann. Nee, also ich glaube, wenn man ein bisschen mehr ab und zu auch mal an einem Auto geschraubt hat als ich, dann kann man das wahrscheinlich schon vorne hinkriegen. Hinten war es halt ein bisschen mehr tricky, weil man die Kabel länger durchführen muss und weil man noch einen Ausschnitt machen muss für den Knopf und so weiter. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video auch interessant. Gebt mir unbedingt ein Like für dieses Video, abonniert den Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Und tschüss.